Der Clip ist der zweite Teil einer zweiteiligen Zusammenfassung einer empfehlenswerten 12-tägigen Sizilien-Studienreise, durchgeführt von Studiosus Reisen München. Die engagierte Reiseleitung liegt in den Händen von Herrn Joachim Staub. Der heutige Tag führt uns auf einer rumpeligen Autobahn entlang der Küste von Cefalù nach Milazzo. Von Milazzo trägt uns das Tragflügelboot zur Insel Lipari. Der gleichnamige Ort Lipari ist sowohl der größte Ort der Inselgruppe wie auch das Verwaltungszentrum des Archipels. Der gepflegte und ansprechende Ort hat Flair. Neben dem Fremdenverkehr spielt auch der Fischfang heute noch eine wichtige wirtschaftliche Rolle. Ein besonderes und einmaliges Schmankerl ist bei einer Studienreise unter Leitung von Herrn Straub ein gemütlicher Abend mit Gesangseinlagen von Nicola Merle, Künstler und Sänger sowie Patron der Gitapa und seiner Freunde Dimitri und Salvatore. Bei Schönwetter geht es mit der Fähre auf die Nachbarinsel Vulcan. Unser Reiseleiter, Herr Straub, gibt wieder einmal engagiert eine bildhafte und verständliche Darstellung der Entwicklungsgeschichte der Insel Vulcano. Anschließend machen die ungebliebenen Oldies unter seiner Obhut eine Fahrt mit dem Quad auf die Hochebene Piano. Nach einem Blick auf den Leuchtturm von Gelso und auf die Küste Siziliens mit wolkenverhangenem Ätna geht es wieder auf der einzigen ausgebauten Straße der Insel zurück zum Porto di Levante. Das nächste Ziel ist die Insel bzw. der Vulkan Stromboli. Der Vulkan ist ständig aktiv. In unregelmäßigen Abständen kommt es zu kleineren oder größeren Eruptionen. Die Insel Strombolicchio ist Stromboli vorgelagert. Bei der Insel handelt es sich um eine alte vulkanische Schlotfüllung mit einem Leuchtturm. Vorbei an der Straße von Messina fahren wir zu dem beliebten Erholungsort Taormina. Zwei Attraktionen bietet der Ort: das griechische Theater und die Flaniermeile Corso Umberto im historischen Zentrum. Thank you.
Syrakus war in historischen Zeiten die größte und mächtigste Stadt Siziliens. Einmal im Jahr wurden auf dem monumentalen Altar über 400 Stiere geopfert. Im Bereich der Latomia del Paradiso gab es früher Höhlen, die durch den Abbau von Kalkstein entstanden. Im 16. Jahrhundert stürzten die Gewölbe bei einem Erdbeben ein. Das Ohr des Dionysos ist eine erhalten gebliebene Höhlung, entstanden durch den Kalksteinabbau. Aufgrund der Form der Höhle verstärkt sich der Schall extrem. Die Insel Ortigia beherbergt das historische Zentrum der Stadt Syrakus. Hinter der barocken Fassade der Kathedrale verbergen sich 1000 Jahre Geschichte, basierend auf einem Athenertempel. Der letzte Tag der Studienreise ist dem Ätna gewidmet. Die primäre Frage spielt das Wetter mit. Zuerst geht es mit dem Bus auf ca. 1900 Meter zur Talstation der Seilbahn. Anschließend bringt es eine Seilbahn auf rund 2600 Meter. Von dort geht es mit dem Unimog noch weiter hinauf zu einem der jüngeren Kraterränder, den wir im Rahmen einer 40-minütigen Wanderung, gespickt mit Infos und Erklärungen, umrunden. Anschließend bringen uns der Unimog und die Seilbahn wieder zum Autobus zurück. Wenn dir der Clip gefallen hat, teile ihn mit Freunden. Weitere Reiseerzählungen findest du auf meiner Playlist Reisevideos Klipowski.